Hallo Leute und willkommen hier zu New Super Mario Bros. Wii zum zweiten Reloaded Part. Ja, ich habe mich mal wieder hingesetzt, um mal wieder die Grafik besser gemacht. Jetzt ist es auch mal wieder die Originalgrafik und ich habe den Part, da wo ich das abgefilmt habe, von YouTube gelöscht, also könnt ihr ihn jetzt nicht mehr sehen. Und ja, zum Glück habe ich jetzt hier die Grafik für euch hier hingemacht und da seid ihr bestimmt froh drüber, da bin ich froh drüber. Sie waren froh drüber. Und ja, wir sind hier gerade in Welt 6.1, haben die erste Starcoin. Ich versuche es jetzt irgendwie zu realistisch zu kommentieren. Und ja, ich werde auf jeden Fall das machen, was ich auch original geschafft habe. Und ja, eigentlich habe ich es nicht mit Fliegenpilz gemacht, aber ich habe gerade einen Aufnahmetest mit dem ersten Level gemacht, deswegen habe ich jetzt einen Fliegenpilz. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Aber auf jeden Fall ist es hiermit dann einfacher zu zocken mit dem Fliegenpilz. So, aber das hier ist auch wieder nicht ohne. Da muss man genau im richtigen Moment... Alter, wenn ich jetzt nicht den Fliegenpilz hätte, ne, dann hätte ich aber hier alles zerstört. Und leider ist es mit der Musik nicht ganz synchron, was leider so ist. Ich kann da nichts dran ändern mehr. Und Hauptsache, ihr habt Sound jetzt, weil sonst hättet ihr überhaupt keinen Sound, dann würde ich hier nur die ganze Zeit 20 Minuten meine Stimme hören. Und das wäre ja auch ein bisschen doof, wenn ihr... Wenn die Audio ein bisschen 2 Sekunden Verzögerung ist mit der Original, mit dem originalen Bild, dann tut es mir echt leid, aber ich kann da nichts dran ändern jetzt. Wie gesagt, Hauptsache ihr habt Sound und gute Mikroquali und gute Bildquali. Also von mir meine ich jetzt. Und das hier ist auch nicht ohne, da muss man genau im richtigen Timing rüber und hoch und... Scheiße! Da gibt schon den ersten Freakout. Weil ich den Fliegenpilz verloren hab. Mist. Ja, man muss halt ein bisschen Geduld haben, was ich natürlich nicht habe. Und jetzt wird halt gespammt. Ja. Jetzt habe ich auch einen Stern bekommen. Damit können wir zum Ende des Levels hoffentlich durchrushen. Okay, chill. So. Und renn. Und warte. Und rein. Jo, wir haben einfach abbekommen. So viele waren da. So, dann gehen wir auch mal direkt zur Welt 6.2. Ach übrigens, die dritte Starcoin war ganz am Ende. Man brauchte die Kugel, die ich gerade hatte. Dann muss man auf einen draufspringen, dann einen Wandsprung machen. Die Starcoin ist heftig. Ich habe die ohne Fliegenpilz bekommen. Kein Plan, wie ich das geschafft habe. Ich bin da in einem Part voll abgegangen. Ah, jedenfalls sind wir jetzt hier im Welt 6.2, die Low Power Up ist. Also gibt's hier ganz wenig Power Ups. Also könnt ihr hier schon der erste Defcon, genau? Der war bestimmt richtig asynchron, der Tod jetzt. Scheiße. Komm, hau mal die Feuerblume rein. Die soll aber ein bisschen in der Rüstung verstanden. Ja, sonst wird's Quatsch und keine Pasta heute. So, Lille, heute der 50 Abonnenten-Special kommt in 1080p, 60 FPS, also da auf jeden Fall reinschalten. Das wird Bombe. Tschack, dudel. Hallo, komm runter, danke. Ach, Mario, du Hurensohn. Hatte mir mindestens die Eisblume noch. Oh, das war knapp. Wir haben die selbst gekillt, weil Mario wäre sonst zu doof gewesen und wäre gestorben. Und dann wäre ich richtig ausgerastet.
Auf jeden Fall muss man den. Der ist auch gelaufen. Auf jeden Fall muss man hier mit dem Stachy einfach. Ja, das ist unser Schön, da hat man schon die erste Starcoin. Nein! Nein, bitte geh ich nicht! Oh. Aber ich kann nicht hergehen. Nicht hergehen. Komm runter, ihr Schweine! Bumm! Ja, da unten ist nichts! Wieso sneakst du? Nicht so, Junge, ich bin hier kein Minecraft. Ich versuche dir irgendwie zu stoppen. Okay. Geh da hinten hin. Schmoll! In der Hölle. Fuck! Paddel-daddel-daddel. Paddel-daddel-daddel. Daddel-daddel-daddel. Daddel-daddel-daddel. Ja, hier muss man einfach eine Eisblume benutzen und diese Piranha hier in der Röhre einfach einfrieren. Dann hat man schon die zweite Starcoin. Ich hasse diese Fledermäuse. Das ist einfach mein Hassgegner. Ich werde safe sterben. Run, run, jetzt safe sterben. Alter! Ja, es ist halt scheiße, ne? Biffa gibt's jetzt kein Power-Up mehr und jetzt kommt sogar die schwierigste Passage des ganzen Levels. Jetzt safe sterben. Man muss einfach rennen. Okay, ich hab's geschafft. Und jetzt bitte kill me nicht. Das wäre not good. Funk, ja. Ein Mario kann ich sagen. Thank you. Und wir sind jetzt im Ziel. Ah, jetzt dein. So, dann gehen wir auch schon zum nächsten Level, nämlich zu 6-3. Röhrenraserei. Nein, mein Spaß. Hey, nochmal Röhrenraserei. War es eine Strecke in Mario Kart? Ah, nee, war ein Level, oder? War es ein Level? Aus irgendeinem Spiel? Kein Plan gerade. Ist jetzt ein bisschen peinlich, aber kein Plan. Nee, weiß ich jetzt nicht, wo ich her. Ich grüße rein. Habt ihr hoffentlich nicht verstanden, weil ich mein Mikrofon dabei im Mund genommen habe? Ich habe es schon mal geschafft, da von der Piranha-Pflanze zu sterben. Man muss einfach in dieser Scheißwelt Geduld haben und ich habe keine Geduld. Do you check that? Please, what if it's holy? Aber jetzt gehe ich durch. Yeah, jetzt gehe ich durch. Und jetzt warte ich. Man kann die sogar unter Wasser killen, ne? Das ist halt auch richtig heftig. Daddel. Daddel, daddel, daddel. Tja, daddel, daddel, daddel. Daddel, daddel, daddel. Man sollte auf jeden Fall den Käfer einfach mitnehmen, weil. Und auch mit dem Hochschwimmen, weil da noch ein Käfer kommt. Damit ihr nicht so viel Zeit hier verschwendet, könnt ihr hier die Feuerblume nehmen. Alter Falter, hat der knapp, mein Gott. Aber ich hätte jetzt safe verlieren. Jetzt muss man wieder Geduld haben. Ich wünschte, hier wäre irgendwo ein Stern. Oder man könnte die killen, aber es ist halt unlogisch. Mario, geh da hoch, ja, danke. Ich hoffe, bisher ist jetzt noch alles synchron, was ich hier, wie ich hier gesprochen habe. Hä, wie es aussieht und sich anhört. Wie so eine dreifach hörende Klospülung.
Alter! Das war ja mal ja sehr knapp. Hier oben ist nochmal eine Feuerblume, also müsst ihr einfach Wandsprung hoch machen. Rechts. Chill doch! Die Piranha-Pflanze sollte man killen. Dann sollte man die auch noch killen. Hier oben sollte man dann einen Wandsprung machen. Guck, ob ich das schaffe. Genau. Und hier oben ist dann für euch die dritte Starcoin. Und da links ist für euch noch eine schöne Feuerblume. Wenn ihr sie braucht. Das war jetzt aber unfair. Also, ich bin da rausgekommen und hab direkt meine Feuerblume verloren. Da hab ich ja fast in den Brenner reingesprungen. Junge, jetzt nochmal eine Feuerblume für Noobs wie mich. Und dann kann man hier einfach schwimmen. Mal wieder. Man sollte aber nicht so blöd sein wie ich. Und schwimm, Mario. Oh, noch geschafft. Da-da-bap. Schaffst du es direkt, Mario? Yeah! Bap-bap-bap-bap-bap. Oh ja, Mario's time. Ja, Leute, dann war's jetzt hier mit dem zweiten Reloaded-Part. Den alten Part könnt ihr nicht wiederfinden. Also lasst jetzt einfach ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine geilen Parts mehr in dieser Quali zu verpassen. Bis dann, haut rein und ciao!